Neues Jahr, neue Carlsen-Bücher. Hello, hello, liebe Bücherdrachen. Auch 2024 darf ich euch die Titel von Carlsen vorstellen, die dem Monat erschienen sind. Es geht weiter mit unseren Verlosungen, das heißt bis zum Ende dranbleiben. Und ich werde von Carlsen mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Wie immer packe ich euch alle Bücher auch in die Infobox und ich würde sagen, lasst uns mal direkt schauen, welche neuen Bücher bei Carlsen gerade erschienen sind. Anfangen möchte ich mit dem Taschenbuch zu The Girls I've Been von Tess Sharp. Wenn ihr so spannende Jugendkrimis-Thriller mögt, dann ist das genau was für euch. Hier geht es nämlich um Nora und sie ist die Tochter einer Trickbetrügerin. Sie hat schon sehr früh gelernt, ja, viele Identitäten anzunehmen, Leute zu veräppeln. Dann befindet sie sich eines Tages in der Situation mit ihrer neuen Liebe und ihrem Ex, dass sie in einen Banküberfall verwickelt werden. Das ist alles halt ziemlich heftig und natürlich ist niemand darauf vorbereitet, aber Nora vor allem auch nicht. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Von Jan Bennett gibt es auch was Neues. Immer wieder Jane. Janes Vater arbeitet im Rock-Music-Business und so kann sie jedes Jahr auf so ein krasses Indie-Festival gehen. Und da lernt sie dann auch Eddie kennen, weil seine Familie organisiert dieses Event. Das Buch spielt zu der Zeit, wo die beiden schon ein Pärchen sind. Und Jane schafft es auch für die Zeit, die sie dort ist, so einen Ferienjob zu ergattern. Dann kriegt sie die Nachricht, dass ausgerechnet in diesem Sommer Eddie nicht da ist, sondern verreist. Und jetzt kommt so der Punkt, wo ich dachte, okay, krass. Weil sie trifft dann auf den jüngeren Bruder von Eddie. Der hat nicht nur noch ein Geheimnis, was es zu erkunden gilt. Zwischen ihm und Jane, ja, entwickelt sich auch was. Also gerade wenn es irgendwie darum geht, dass eine ganze Familie involviert ist, wird es, glaube ich, eine richtig krasse Love Story. Wenn es romantisch eher ein bisschen älter werden soll, dann ist vielleicht Wo Wind und Wellen sich berühren von Lexis Abel was für euch. Hier geht es um drei Freundinnen. Einmal um Caden, der in seine Heimat zurückkehrt nach einem krassen Sturm. Er will da so einiges wieder aufbauen. Unter anderem eine Rettungsstation für Seehunde. Das stelle ich mir unfassbar cute vor. Und als er wiederkommt, merkt er, dass seine Freundinnen, die da geblieben sind, nämlich Rina und Shane, mittlerweile ein Pärchen sind. Aber als Caden dann dazukommt, ja, entwickelt Rina Gefühle für ihn. Und da ist dann halt die Frage, ja, entscheidet sie sich für wen? Will sie sich entscheiden? Wo geht diese Liebe hin? Dann habe ich hier noch die Marvel-Titel. Das finde ich nämlich richtig cool, dass Carlsen jetzt auch Marvel-Bücher macht. Das sind die Marvel Heroes. Einmal habe ich hier Spider-Man, Vernetzte Welten. Hier folgen wir Peter Parker, ja, der Spider-Man ist, aber auch zur Schule geht. Er ist in MJ verknallt. Und dann kommt ein alter Feind zurück, nämlich Sandman. Es gibt dann wohl noch einen Parallelfall. Da geht es um ein altes Gerät mit einer mysteriösen Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, deswegen, ja, whatever. Unheil kommt nach New York City. Kann Peter Parker die Stadt erneut beschützen? Und das andere Marvel-Buch ist Loki, der Weg des Helden. Ja, Loki ist total genervt, dass sein Bruder Thor immer alles kriegt und eigentlich wäre er gerne Herrscher von Asgard. Es geht um die asgardische Magie und Morde, die dort passieren und beides ist so miteinander verwoben. Odin denkt sich so, ah ja, schicke ich mal Loki hin, der soll mal gucken, was da los ist. Und auf dieser Reise versucht er nicht nur diese Morde aufzuklären, sondern lernt auch einiges über sich selbst. Und der letzte Satz finde ich richtig gut, vor allem aber eröffnet sie ihm einen Weg, seinen dunkelsten Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Also geht es jetzt darum, dass er Herrscher wird, dass er seine Familie ausschaltet und warum der Weg des Helden? Ich bin sehr gespannt. Ein Buch, das es leider nicht rechtzeitig zu mir geschafft hat, ist ein Enola Holmes Roman. Der Fall des verschwundenen Lords. After Videodrehleas hier. Ich habe nämlich gerade das Buch bekommen. Yay! Jetzt kann ich es euch doch noch hier in Person zeigen. Muss es euch nicht nur einblenden. Damit ihr auch wisst, wie es aussieht. Von Nancy Springer und das ist der erste Band. Das ist quasi das Buch zum Netflix-Film. Es geht um Enola, die anders als ihre Brüder ja weiter auf dem Land wegwohnt. Eines Tages gerät ihre Welt aus den Fugen, als die Mutter verschwindet. Sie bemerkt auch noch so andere Unstimmigkeiten im Haus und entscheidet dann, nee, ich gehe mal nach London und check das mal ab. Es kommt aber alles dann ein bisschen anders und ihr habt es ja schon am Titel gehört, ja, sie muss sich um einen verschwundenen Lord kümmern und vor allem muss sie erstmal realisieren, dass das Leben in London ganz schön anders ist. Wenn ihr Sherlock Holmes Geschichten mögt, dann ist es bestimmt was für euch.
Und wie immer darf ich am Ende jetzt noch 3 Titel an euch verlosen. Das Ganze funktioniert über das Codewort-Prinzip. Das heißt, ihr nennt mir gleich das Codewort in den Kommentaren und schreibt dazu, warum ihr das Buch unbedingt haben wollt. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in der Infobox unten. Und wenn ihr Lust habt, folgt mir gerne auf Instagram. Da gibt es nämlich auch noch einen Post zu den neuen Carlsen-Titeln. Und ihr könnt quasi doppelt in den Lostopf hüpfen. Mit dem Codewort Loki könnt ihr Loki, der Weg des Helden, gewinnen. Mit dem Codewort Wellen gibt es, wo Wind und Wellen sich berühren, abzustauben. Und mit dem Codewort Enola habt ihr die Chance auf den Enola Holmes Krimi. Wie immer, vielen, vielen Dank an den Carlsen Verlag. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was euer Favorite-Buch hier war oder ob ihr eins davon schon zu Hause habt, ob ihr es schon gelesen habt. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, dicken Kuss an Carlsen und wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao! Anfangen möchte ich mit dem Taschenbuch und Jane schafft es auch für die Zeit, die sie da... Wenn's in New York City, ein Titel, der ist leider nicht pünktlich zu mir...